zwei macht neune, ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, hey, tolle, hey, tolle, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Elfchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Elfchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. Zwei mal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu uns ein. Wenn Pippi schläft, hört man es in der ganzen Nachbarschaft. Das stimmt. Ich weck sie auf. Guten Morgen, guten Mittag. Es ist schon lange 1 Uhr durch. Na und? Ich habe ja auch beinahe die ganze Nacht durchgetanzt. Und immer nur Polka. Ihr hättet mich nicht wecken sollen. Ich hab geträumt, mein Papa wäre hier und wollte nachsehen, ob ich Hühneraugen hab. Hast du Sehnsucht nach deinem Papa? Manchmal schon. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Wir haben heute Nachmittag keine Schule. Wollen wir nicht irgendwas unternehmen? Na klar, aber was? Tja, was könnten wir denn tun? Denk doch mal nach. Ich weiß was, ich weiß schon was. Wir machen einen Einkaufsbummel. Oh ja, das wäre fein. Aber wir haben doch kein Geld. Aber ich hab Geld. Nur finden muss ich es. Hier ist es nicht. Ja, wo sind denn nur die lieben Goldstückchen? Hier sind sie auch nicht. Ich versteck sie immer so gut, dass ich sie selbst nicht mehr finde. Hey. Wo könnte ich sie denn sonst noch hingetan haben? Was man so alles findet. Alles. Nur nicht das, was man sucht. Seht ihr, wenn ich gestern nicht aufgeräumt hätte, dann wüsste ich heute wenigstens, in welcher Ecke ich suchen soll. Na bitte, da sind sie ja. Warum habe ich nicht gleich hier nachgesehen? Woher sollen wir das wissen? Wir kennen uns doch in der Villa Kunterbund nicht so gut aus wie du. Dein Vater muss sehr reich sein, wenn er dir so viele Goldstücke schenken kann. Er ist ja auch Negerkönig. Das ist der Ozean. Und ich bin ein großer Dampfer. Die Schuhe, die Pippi trug, hatte ihr Vater von Indianern gekauft. Die Sohlen waren gefärbt. Und jetzt, wo sie nass waren, hinterließen sie rote Abdrücke. Hey, sieh mal. Das ist Blut. Ja, tatsächlich. Blut. Das Opfer eines Mörders auf der Flucht. Oder der Mörder selbst. Wir müssen diese Spur verfolgen.
Der Mörder hat ja zwei linke Füße. Oh. Oder nur ein Bein hat der Mörder. Hat die aber viele Sommersprossen. Hey, Pippi, komm und sieh dir das an. Pippi! Was ist denn da? Hast du das gesehen? Nee. Leiden Sie unter Sommersprossen? Warum sagst du denn plötzlich Sie zu mir? Das steht doch hier auf dem Plakat. Aha, wenn jemand höflich fragt, soll er auch eine höfliche Antwort bekommen. Kommt, wir gehen rein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, na, mein Kind? Nein. Nein? Was soll das heißen? Nichts weiter als nein. Ich wollte dir nur sagen, dass ich nicht unter Sommersprossen leide. Unsinn, das kannst du mir nicht erzählen. Du hast doch das ganze Gesicht voll davon. Das schon, aber ich leide nicht darunter. Im Gegenteil, sie gefallen mir. Hast du Parfums, die nach Blumen oder sowas riechen? Selbstverständlich, aber die kosten Geld. Das macht nichts. Na, du wirst dich wundern. Scheußlich, das riecht doch nicht nach Blumen. Da? Ja. Hier hört die Spur ja auf. Ja, tatsächlich. Na, so. Weg, spurlos verschwunden. Kannst du mir das erklären? Nein, kannst du? Ich auch nicht. Du, hör mal, am besten ist, wir sagen keinem was davon. Richtig, wir wissen von nichts. Genau. Ganz unauffällig. Ja. Ein besonders schönen Stoff. Wir importieren ihn direkt aus Hongkong. Eine ausgesuchte Ware. Die ja, Farbe ja, steht ihm bestimmt gut und passt hübsch zu ihrem Haar. Ihr Mann wird sicher auch begeistert sein. Und eine fantastische Qualität. Fühlen Sie doch mal. Wunderbar. Ja, nicht wahr? Was kostet der Was wollt ihr denn? Ich suche eine neue Decke für mein Pferd. Aber der Stoff ist nicht das Richtige. Ich brauche etwas Wärmeres. Ja, für Sie würde ich sagen F70 pro Meter. Oh. Bei der Breite ist das geschenkt. Der Stoff kostet mich im Einkauf. Sowas würde ich nie anziehen. Komischer Laden. Für mich haben die gar nichts. Das Kleid würde mir bestimmt gut stehen. Das wünsche ich mir zu Ostern. Pippi, was macht die Tommy? Pippi! Olle! Was machst du denn da? Nichts, ich probiere nur einen Hut auf. Olle! Olé! 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 Komm, Annika! Ja, für jede Gelegenheit etwas Passendes. Wenn Sie bitte mitkommen wollen. Ja, gerne. Hier entlang. Bitte sehr. Ja, und so ein wunderbarer Brokat, ideal für ein Abendkleid. Aber sind die Farben nicht zu leuchtend? Aber nein, Sie sollten sich den Stoff draußen ansehen. Ja, gerne. Your lady of Sasa, tralala, 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 of Sasa, Guten Tag. Sie sind aber eine schöne Frau. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Sie haben sicher auch sehr viel Geld, nicht? Du, ich habe dich was gefragt und auf eine anständige Frage gehört auch eine anständige Antwort. Ach so, du bist wohl zu fein dazu. Aber das macht nichts. Auf Wiedersehen. Wenn man so schön ist, darf man hochnäsig sein. So, zwei Minuten. Pippi. Darf es sonst? Ach du meine Güte. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Nein, danke. Ich nehme ihn gleich. Ich packe. Gar nichts. Ja, aber was hast du denn da angerichtet? Du hast die teure Puppe ruiniert. Das macht nichts. Ich bezahle sie dir. Solche Puppen kann man nicht kaufen. Außerdem hast du nicht so viel Geld. Oh doch. Da hast du ein paar Goldstücke. Das langt bestimmt. Was? Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Sehen Sie sich das an. Freut sich so? Die Pippi jagt dir weg einen Floh. Wenn ich mal reich bin, dann kaufe ich mir einen ganzen Wagen voll Bonbons. Ja, das werde ich zu tun erwarten. Sieh dir mal an, was die für einen großen Lutscher hat. So ein Ding möchte ich auch mal reden. Tjalei, tjalei, Pippi! Wollen wir hier nicht mal reingehen? Klar, jetzt kaufen wir Bonbons. Auf ein Prima! So, das wär's. 100 Gramm Gemischte. Bitte Dankeschön. Sehr. Danke auch. So, und was bekommst du, junger Mann? Ein Lutscher zu 10. Oh, den mag ich auch so gern. Ein Lutscher zu 10, bitteschön. Danke. Du, wenn wir jetzt Schule hätten, dann würden wir keine Bonbons kriegen. Ja, aber zum Glück haben wir keine Schule. Na, was soll's denn sein, mein Kleines? 18 Pfund gemischte Bonbons. 18 Pfund? 18 Stück meinst du sicher? 18 Pfund, habe ich gesagt, und genau das meine ich auch. Hier, damit du nicht glaubst, ich hätte kein Geld. Das ist ja echtes Gold, mein liebes Kind. Da bekommst du ja eine ganze Menge Geld zurück. Her mit den Bonbons. Tja, ich weiß nicht, ob das langt, was hier im Laden ist. Weißt du was, ich hole lieber noch ein paar Tüten aus dem Lager. Dürfen wir in der Zeit ein bisschen naschen? Aber ja, so viel ihr wollt. Ein ganzes Goldstück. Dann wollen wir mal. Hier, die Himbeeren sind am besten. Nein, ich mag lieber Kokosflocken. Ich Pfefferminster. Redet nicht zu viel. Esst, was wir jetzt essen, wird nahe nicht mehr gewogen. Pfund im Lager. Das macht nichts. Dann nehmen wir eben noch irgendwas von hier. Ja. Das hier zum Beispiel. Ja, so, rein damit. Auch Gummibärchen, halt, das ist noch nicht alles. Oh, ja. Komm hier her. Mag ich ganz besonders gern. Ja, tu noch rein, hier. Hier. So, ja. Oh, Pippi, bring von denen in der Glasschüssel da drüben auch noch was mit. Und Schokolade. Und Lutscher. Und Schokolade. Ein paar Tafeln Schokolade. Hey, das sind aber noch keine 18 Pfund. Wir wollen noch 10 Lakritzstangen und 60 Gummibärchen. 102 Pakete Schokoladezigaretten und 104 Schokorollen. 60 Lutscher, 104 Schokoladerollen und 120 Schokoladezigaretten. Oh mein Gott, da muss ich ja überhaupt erst nachsehen, ob ich das alles habe. Und dann noch Gelee-Himbeeren, Pippi. Und noch eine Handvoll Gummibärchen und Lakritzstangen. Noch mehr Gummibärchen und Lakritzstangen. Noch wohl. Oh ja, 100 Päckchen Kaugummi. 100 Päckchen Kaugummi. Pfefferminzpastillen auch, bitte. Ja, und Mandelsplitter. Und Mohrenköpfe hast du ganz vergessen. Und 19 Mohrenköpfe. 19 Mohren. Oh, ja, die hast du mir noch nicht gesagt. Wem haben seine Eltern verboten, heute Süßigkeiten zu essen? Der darf sich was nehmen. Meine Eltern wollen es nicht. Aber einmal ist keiner. Moment. Hat sonst noch einer den Mut verboten, den Bonbon? Ja! 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 Ja
Medizin heißt das. Nein, die Leute, die Medizin kaufen, die haben alle viel früher als die, die Medizin kaufen. Jalei, 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 Sessa, Jalei. Guten Tag. Was darf's denn sein, bitte? Ich dachte, es wäre jemand da. Es ist doch jemand da. Ich will 4 Liter Medizin haben. Was? Ich will 4 Liter Medizin haben. 4 Liter Medizin. Was willst du? Sag das nochmal. Was möchtest du haben? 4 Liter Medizin. 4 Liter? Ja, aber was denn für eine Medizin? Am liebsten eine, die einem hilft, wenn man krank geworden ist. Wenn man krank geworden ist? Mhm. Na klar, wenn man gesund ist, braucht man ja keine. Wogegen soll die Medizin helfen? Gegen alles. Zum Beispiel gegen Keuchhusten oder Masern. Oder wenn die Mücken einen mal gestochen haben. Wenn man verdorbenen Magen oder schmutzige Füße hat. Auch wenn einem mal ein Kirschkern in die Nase reingerutscht ist. Und es wäre natürlich prima, wenn man auch die Möbel damit polieren könnte. Du bist wohl nicht ganz bei Trost, du was? Deshalb bin ich ja hier. Auf jeden Fall will ich eine Medizin, die nach Himbeeren schmeckt und außerdem mein Ohrensausen wegmacht. Und wenn sie noch meinen Schwindel beseitigt, die Schmerzen im Bauch und das Stechen in der Brust, dann muss sie nur noch gegen Zahnweh und meine geschwollene Zunge wirken. Dann habe ich genau, was ich brauche. Du mir auch so eins? Ja, weil sie es sind. Mir auch eins, bitte. Komm. Sag mal, wo habt ihr denn das ganze süße Zeug her? Hm? Das hat Pippi Langstrumpf uns geschenkt. Sie hat einen halben Zentner davon gekauft. Warum der Apotheker nur so viele Flaschen genommen hat, das kann man doch genauso gut in eine reinschütten. Ja, darf man denn die ganze Medizin zusammenschütten, Pippi? Das ist doch gefährlich. Stell dir mal vor, was da passieren kann. Gar nichts. Ich schütte dich doch weg. Aber jetzt kaufen wir erstmal einen ganzen Sack voll Spielsachen. Komm, da drüben ist nämlich ein Spielwarengeschäft. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich da draußen gerne einmal besuchen. Thank you.
Was ist das? Was? Na, hörst du denn nichts? Da! Auf, marsch! Das ist fast eine Volksversammlung. So etwas müssen wir genehmigen. Los, auseinander. Ja, yeah, also los, hopp, hopp. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Wenn das Loch ganz durchgeht, kriegen die Neger und Indianer auf der anderen Seite der Erde auch mal anständige Medizin zu trinken. Und wer weiß, vielleicht haben sie gut im Bauch oder den verdorbenen Magen. Oder sie haben die Nase voll und werden den Schnupfen nicht los. Oder die Haare fallen ihnen aus und sie können sich nicht mehr gegenseitig skalpieren. Egal, was Sie haben. Diese Medizin hilft ja zum Glück gegen alles. Ich wünsche euch allen gute Besserung. Die werden sich freuen. Kommt. Hallo, habt ihr vielleicht meinen Vater hier vorbeikommen sehen? Vielleicht. Hat er blaue Augen? Hm. Sieht er genauso aus wie andere? Nicht zu groß und nicht zu klein? Ja. Hat er schwarze Schuhe an und eine Krawatte? Ja, genau. Tja, dann haben wir ihn nicht gesehen. Hey, du, warte mal. Hat er eine Glatze? Nein, mein Vater hat keine Glatze. Der hat doch Glück gehabt. Moment mal. Hat er so riesige Ohren, dass sie bis auf die Schulter herunterhängen? Bestimmt nicht. Aber hast du denn jemanden mit solchen Ohren gehen sehen? Ich habe noch keinen gesehen, der mit den Ohren geht. Alle, die ich kenne, gehen mit den Füßen. Weiß ich doch selber. Ich meine, hast du wirklich jemanden gesehen, der so große Ohren hat? Ach, Unsinn. Es gibt keinen, der so große Ohren hat. Halt doch! In China habe ich so einen getroffen. Der hatte Ohren so groß wie Schirme und wenn es regnete, schlüpfte er unter sie. Manchmal durften auch noch ein paar Freunde unter den Ohren schirmen. Dann saßen sie gemütlich zusammen und sangen. Dong, ding, 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 chong, ping. Nanking, geriki, ding, dong, pipi, ching, chung und spunk. Warum siehst du mich denn so komisch an? Du meinst doch nicht etwa, dass ich schwindle. Sag's doch, wenn du dich traust. Na ja, vielleicht hast du auch nicht gelogen und den Ohrenmann in China gibt's wirklich. Das darf doch nicht wahr sein. Du bist ja noch 10-mal dümmer als ich. Ich erzähl wenigstens nur Quatsch, aber du glaubst sie noch. Bäh. Hör mal, dein Vater ist wirklich nicht vorbeigekommen. Wir haben den ganzen Tag noch keinen Glatzkopf gesehen. Aber gestern kamen 2 Dutzend Glatzköpfe, Arm in Arm. Ich habe einen ganz schrecklichen Durst. Ich auch. Das kommt von allem süßen Zeug, das wir gegessen haben. Was? Ihr habt Durst? Dann müsst ihr Limonade trinken. Limonade? Wo sollen wir die hernehmen? Das kann ich euch sagen. Kommt mal mit zu meinem Baum. Zu welchem Baum? Zu dem hier. Da wächst nämlich Limonade drin. Da drin? Das glaube ich dir nicht, Pippi. Ich auch nicht. Und was ist das? Limonade. Ja, sowas. Na, glaubt ihr mir jetzt? So ein Limonadenbaum ist wirklich das Tollste, was es gibt. Ja, das finde ich auch, Pippi.
Wieso Wiedersehen? Wo bist du, Pippi? Wo ist die geblieben, Annika? Hier unten bin ich, in meiner tiefen, tiefen Räuberhöhle. Der Baum ist hohl, siehst du, Tommy? Hey, hallo, komm doch runter. Nein, das ist mir viel zu unheimlich. Wie willst du da jemals wieder rauskommen, Pippi? Raus komme ich hier nie mehr, das ist unmöglich. Jetzt muss ich hier bleiben, bis ich alt und grau bin. Und ihr müsst jeden Tag herkommen und mir was zu essen runterwerfen, damit ich nicht noch schmäler werde und vor Hunger sterbe. Annika, Essen kommen! Wir müssen jetzt nach Hause, Pippi, sonst kommen wir zu spät zum Essen. Ja, geht nur. Wiedersehen, Pippi. Wiedersehen, lass mich bloß hier unten verhungern. Kannst du da wirklich nicht mehr raus, Pippi? Nein, nie mehr. Edge, da bin ich schon wieder. Ja, bist ein braver Kerl, kleiner Onkel. Lieb. Wiedersehen. Tschüss und danke für die Limonade. Ja, ja, schon gut. Auf Wiedersehen. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. Zwei mal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalalala, dich zu uns ein.